Hallo und herzlich willkommen bei der www.keyboard-akademie.de. Nehme ich in der Rainer. Hallo Dennis. Moin. Moin. Wir hatten gerade besprochen, was wir machen. Ja. Und hatten wir ein Thema, hast du gesagt, sag ich dir nicht. Tja. Das war eine Überraschung. Ist das so? Ja. Ja, pass auf. Überraschung. Wir wollen unser Display mal leicht verändern, unser Display-Hintergrund. Mhm. Wenn wir Texte lesen auf der Lyrics-Seite des Songplayers, da haben wir die Möglichkeit, eigene Hintergründe auszuwählen. Das kann ganz interessant sein. Wir schauen mal, wie das geht. Mhm. Drücken wir zunächst mal die Songtaste. Mhm. So, wenn diese Seite stehen sollte, drücken wir nochmal auf die Songtaste. Ah, jetzt dann wechselt der automatisch. Dann wechselt er automatisch aus der die Player-Ansicht. Mhm. Ne? So, das brauchen wir ja. Also wenn dieser duale Player zu sehen ist, Song A bzw. Audio und Song A und Song B, dann sehen wir unten im Fenster ein Feld, das heißt Lyrics. Da drücken wir mal drauf. So, jetzt sehen wir hier werksmäßig unseren grauen Novemberabend, ne? Ja. Oder Tag. Also Werkseinstellung hast du gerade gesagt. Also ne? Werkseinstellung, genau. Das richtig. Heißt, Werkseinstellung heißt von Yamaha schon so mal so hinterlegt. Ja, ist ja auch ein schöner neutraler Hintergrund. Mhm. Und wir drücken jetzt mal tatsächlich jetzt auf dieses Bildsymbol unten. Mhm. So. Und sehen jetzt, aha, da haben wir unser Black Texture, das ist also hier die Auswahl für die Hintergründe. Schauen wir mal kurz rein, wir geben mal was ganz Intensives, Red Texture, schauen wir mal, wie das aussieht. Ah. Aha, so geht das halt, das sind unsere Werksvorschläge, die man auswählen kann. Nochmal hier Lyrics. So, drücken unten nochmal die Taste. Mhm. Und jetzt wechseln wir. Ich habe den USB-Stick angeschlossen. Mhm. Ich habe also vorher ein Bild bearbeitet und das Ganze abgespeichert auf dem USB-Stick. Die Bildgröße darf sein 800 Pixel mal, ich glaube, 450. Mhm. Schauen wir nochmal drunter. Ja, okay, aber das ist also, es geht jetzt darum, was heißt denn Bild in diesem Fall? Ist das hier, ja. Sind das so gemalte Sachen? Genau. Können wir jetzt auch unser Logo nehmen? Ja, ah. So tun wir. Genau. Hast du schon vorbereitet? Wir wechseln auf User. Mhm. Und da finden wir unseren USB-Stick. Mhm. So. Jetzt gehen wir mal eben auf den entsprechenden Ordner, auf den ich vom Rechner kommt, diese Datei gespeichert habe. Mhm. Das wäre jetzt hier in diesem Ordner zu finden. So, und da finde ich jetzt genau das hier. Und das habe ich jetzt mal jetzt gerade eingefügt. Mhm. Beziehungsweise nochmal was anderes, bevor wir das jetzt weiterverarbeiten, kopieren wir jetzt erstmal diese Datei auf den User-Speicher. Dann muss der USB-Stick nicht zwingend. Achso, wenn der USB-Stick drin wäre und dann irgendwann wäre er raus, dann würde ich das Hintergrundbild gar nicht sehen. So ist es. Dann würde ich das wieder verabschieden und auf die Werkseinstellung zurückspringen. Ne? Very good. Also kopieren wir das, gehen auf File, sagen kopieren, Copy. Mhm. So. Ausgewählt ist er schon. Mhm. Soll es noch nicht so sein. Dann jetzt. Mhm. Ne? Copy. Mhm. Und jetzt wechseln wir eben auf auf den User, ne? So, da ist noch nichts drin. Copy here. Macht euch da übrigens keine Gedanken, der User-Speicher ist groß genug. Früher war er sehr klein. Vor allem für so ein Bildchen. Jetzt ist er über 50 Gigabyte groß, ne? Ja, genau. Deutlich drüber. Und genau. Wie groß ist so ein Bild? Das Bild, ich weiß nicht, eine Bitmap-Datei, die ist wirklich klein. Kilobyte-Bereich, ne? Ja, Kilobyte-Bereich, genau. So, haben wir gemacht. Und jetzt? Also Kilobyte heißt ganz, ganz klein. Genau, nicht so viel, sehr viel. Mhm. Und jetzt können wir es auswählen. Ne? Jetzt haben wir es im User und wählen das jetzt hier aus. Mhm. So. Hast du gerade einmal Klick gemacht irgendwie, ne? Ja, genau. Also, das ist die Auswahl. Müsste da das Bild kommen oder ist das nur ist das der Schein, das ist der so ein trügt? Ein Platzhalter. Ah, okay. Der Schein, der trügt, ganz genau. Wir gehen wieder raus, X drücken. Dann haben wir das Keyboard-Akademie-Logo eingebastelt. Und das bleibt jetzt immer drin? Das bleibt jetzt immer drin. Gehen das ausschalten, und zwar auch nicht nur auf der Lyrics-Seite, sondern auch auf der Textseite. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf den Text wechseln, ist hier kein Text geladen. Auf jeden Fall haben wir das so jetzt ganz schwach im Hintergrund. Ne? Ja, darüber legt sich jetzt schon dieses Textfeld, aber es bleibt drin. Ne? So, wenn wir so mal auf Lyrics wechseln, jetzt haben wir hier, wenn wir das starten, noch ein bisschen weiterspielen, wie das dann aussieht. Genau. Ein Saxophon, genau, richtig. So kennt man das Ganze, ne? Also kann ich natürlich meine eigenen Bilder einladen und reinkopieren. Ja, man kennt das ja so von so Karaoke-Maschinen, finde ich, dass wenn da jetzt so Rock ist, dann ist dahinter ein Typ mit der Rockgitarre. Ja, ja, genau. Und wenn man das wirklich so einsetzt, ich kenne einige, die mittlerweile auch so, wenn sie auf Hochzeiten spielen,
so ein Bildschirm anschließen, ne? Mhm. Und ganz groß, mhm. ja, und dann halt auch Karaoke-Partys damit machen. Mhm. Ist auch lustig. Ja, klar. Dafür kann man es ja zum Beispiel dann auch nutzen, oder? Ja. Oder zum Beispiel auch als Branding, also als Selbstvermarktung quasi, dass man dann hier so oben sein kleines Logo hinmacht oder sowas. Also dann halt da das eigene Logo da rein beamen, ne? Oder wie du schon sagtest, die Herz allerliebst. So, ne? Genau, immer präsent. Oder sein Kuscheltier, genau. Oder sein Hund. Da müssen wir nur gucken, dass der Kontrast nicht ganz so stark ist. Ich habe das extra mit ganz schwachem Kontrast abgespeichert, damit das nicht zu auffällig ist und ja, so präsent ist. Ne? Und so ein Bild, mal ganz kurz eben, das hast du dann am Computer erstellt? Photoshop, genau. Okay, aber es gibt auch dann Programme, kostenlose Apps, ja, schätze ich mal, wo man das mitmachen kann. Das können wir mit jedem Bildbearbeitungsprogramm fertig machen. Ne? Ja. Wichtig ist nur, als Datei Bitmap, BMP. Ne? Also es muss dann, zum Beispiel nenne ich das jetzt unser Logo, Punkt und dann BMP. BMP, genau. Oder sichern unter und dann kann ich auswählen Bitmap, BMP. Mhm. Ursprünglich sind es häufig JPEGs oder PNGs. Ja, das, aber das wäre dann falsch, das würde nicht gehen, ne? Also nee, hier geht es nur, also in unserem Beispiel hast du es mit Bitmaps gemacht. So sagt die Anleitung auch und ich habe auch genau das gemacht und das funktioniert. Das super. Läuft. Ja. Guter Tipp. Ganz schick und ein bisschen Ästhetik. Ja. Hast du eigentlich schon unser neues Logo gesehen? Ja. Michael hat ein neues Logo gemacht. Ja. Ne? Hatte ich eigentlich gedacht, schick mir das noch, aber das hat nicht ganz geklappt. Nein, aber ne? Also kommt das noch. Das ist gut zu wissen. Genau. Schöner Power-Tipp. Ja, finde ich auch. Vielen Dank. Ja, gerne. Übrigens, wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch und gehen wir uns auf die www.keyboard-akademie.de Seite, melde dich im Forum an, da haben wir auch immer tolle Themen. Oder bei uns im Newsletter, dann kriegst du immer alle Informationen, aktuelle Geschehnisse bei uns. Genau. Und wir überfluten dich, das ist immer ganz wichtig zu sagen. Ich habe auch keine Lust, kennst du das, wenn du so abends nach Hause kommst und hast so 38 Mails von irgendwelchen Leuten, wo du dich mal angemeldet hast. Ja. Boah, voll nervig. Hält sich noch in Grenzen, ne? Genau. Sagt Michael immer, nicht so viel. Nicht so viel. Wir geben Informationen, genau. Nette Informationen. Ja, danke für den netten Power-Tipp. Ja, aber gerne doch. Bis bald, sagen Dennis und Rainer von der www.keywordmeetsakademie.de. Tschüss.